Und damit herzlich willkommen zurück zu Receiver 2. Wir haben im letzten Part den Turret ausgeschaltet mit einem gezielten Schuss und sind jetzt auf dem Weg. Ist das eine Flying Drone oder eine? Ich hoffe, die kriegen niemals Ohren, Alter. Junge! Lag des Todes? Danke! Warum funktioniert es nur bei jedem 20. Mal? Getting hit by falling glass shard, by falling shards of glass can cause injury. Hab ich gemerkt, danke. Der dritte im Rund. Inspect Chamber. Junge, warum lädt diese Kackwaffe nicht richtig nach? Was verstehe ich hier nicht? Danke! Hä? Also jetzt mal. No joke. Was verstehe ich hier gerade nicht? Ich bin normalerweise schon gerne mal hart verwirrt, aber das war jetzt gerade. Das war laut. Da war ich jetzt gerade übel verwirrt, was da passiert ist die ganze Zeit. Warum lädt denn die Scheiße manchmal nach und manchmal nicht? Das wüsste ich gerne. Kirschi, bitte in die Kommentare damit, wenn du das verstehst. Oder muss ich irgendwie, gibt's da irgendwie eine spezielle Reihenfolge des Drückens? 12-mal ja, 3-mal nein, 3-mal in den Lauf gucken, dann 2-mal normal den Slider wegpullen und dann noch 3-mal reingucken, einmal einen Humber tanzen, das Magazin 2-mal durch den Raum werfen. Hey, was soll denn das? Das ist ja übel weird. Gut, dass sie nicht auf Licht reagieren übrigens. Das wäre eine Katastrophe, wenn die Dinger auf Licht reagieren würden. Hallo? Achso, ich muss meine Glock dafür wegstecken. Ha! Oh Junge, da habe ich ein bisschen zu lange gedrückt gehalten. Entschuldigung. Man könnte natürlich einfach umstoßen, wie in, den habe ich nicht mehr gesehen. Wie in Half-Life. Tun wir aber nicht. Also es geht wahrscheinlich halt auch legit einfach nicht. So, ich habe durch irgendein Glasscheibe hier durchgeschossen, meine ich. War glaube ich auch egal, weil die Scheiben hoch genug sind. Durch die kleinen kann man nicht... Ah, durch die habe ich durchgeschossen, okay. Durch die kleinen kann man nicht durchspringen oder nicht immer zumindest oder nur manchmal oder... Was ist hier? Oh Gott. Das kann nicht dein Ernst sein, Spiel. Dass ich mich... Digga, das Spiel ist keine Beta mehr, möchte ich mal kurz anmerken, ne? Hier sollte man übrigens nicht sein, wie man sieht. Das Spiel ist übrigens in Vollversion, wenn ich das richtig weiß. Geil. Gutes Spiel. Schön. Ich wollte gerade sagen, als ich mich noch nicht dazwischen gebackt hatte. Oh, zum Glück kann man sich da nicht zwischenbacken. Ja, gerade mal, was ich getan habe. Richtig, in der nächsten Sekunde war ich dazwischen gebackt. Das ist nicht gut. Spiel. Welchen Revolver habe ich? Moment. Okay, den richtig rumdrehen. Also der sich nach rechts wegdreht. Cool. Cool. Ich glaube, es ist zufällig. Also ab jetzt ist es zufällig, welche von diesen drei Waffen wir kriegen.
Warum ist da ein Lichtstrahl? Batman, oder? Und ich glaube, es ist auch zufällig... Ah, fuck, wir sind wieder ein Level zuvor oder so, ne? Man wird irgendwie immer ein Level... Da möchte ich nicht runterfallen. Ein Level nach hinten gesetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also Kirsch hat übrigens außerdem kommentiert, dass die Tapes nicht end... Also nicht... Also sie sind endlos. Sie sind endless, genau. Sie enden nicht irgendwann. Man hat nicht eine begrenzte Anzahl an Tapes. Zumindest nicht so bald. Also es gibt nicht nur die Tapes, die man... Also wenn ich jetzt an einem Tape vorbeirenne, ist es nicht so schlimm. Ich kann immer noch 5 finden. Die Räume... Höre ich ein Tape? Nein. Schade, ich dachte gerade, ich habe ein Tape gehört. Die Tapes kann man ja hören. Auch wenn ich das am Anfang irgendwie nicht gehört habe. Also ganz am Anfang des Parts. Jetzt höre ich zum Beispiel eins. Und hier wird es leiser. You have seen the signs around you. The gradual creeping, decay, and dysfunction. You have realized that something is wrong with the media and the people around you. You know that you are different. This is why you are ready to become a receiver. You have been issued a series of audio cassette tapes that are part of our system for advancing insight. By continually listening to these tapes, you will drown out and eventually counteract the negative influences from your environment. Once you have absorbed these tapes, you will have taken the first step towards awakening your true self. The media is a threat. We have a technique to help. We use part of this technique. You must easy listen to them to advance. Aber ich habe ein bisschen gewundert, dass ich den Schuss getroffen habe, ehrlich gesagt. Wollte aber nichts sagen, weil er war cool. Noch ein tiefer. Aus irgendeiner Perspektive muss man die ja beide gleichzeitig treffen können. Ja, guck mal. Oh, drei sogar. Kann ich mich ducken? Die dann treffen? Sieht schlecht aus. Vielleicht muss ich einfach ein Stück weiter zurückgehen. Okay, aus der Perspektive könnte ich sie alle drei gleichzeitig treffen. Okay, nur zwei getroffen, aber schon mal ganz gut. Ja. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Achso, ich habe gerade so privat, also so gedacht, also, das, was in den Tapes gesagt wird, ist ja so ein bisschen Verschwörungskram, worum es wohl auch ein bisschen in dem Spiel hier geht. So Weltverschwörung und so. Und da musste ich leider an die aktuelle Lage denken, wo viele Leute so tun, als ob wir in dieser Welt wären und man keinen Medien, also keinen schlauen und logischen Medien mehr glauben kann und alles hinterfragen muss, außer etwas, das irgendein komischer Koch oder ein Showmoderator oder ein, ich mache gerade Anführungsstriche, Musiker sagt, weil das ist einwandfrei. Ich nenne bewusst keine Namen und ich möchte auch keine Namen in den Kommentaren lesen, danke. Ich glaube, jeder, der nicht geistig komplett zurückgeblieben ist, weiß genau, wer gemeint ist. ich weiß nicht, von wem sie reden. Ja, von daher geistige Behinderung leider nicht ausgestorben auf diesem Planeten. Siehst du mich? Nein, du siehst mich nicht. Okay, cool. Ich lauf mal kurz durch. Tut mir leid, aber ich muss die alle kaputt machen, ne? Also ist ja offensichtlich, dass ich das muss, oder? Die kann man nicht kaputt machen. Die sind ja auch schon kaputt. Flackern sie? Heilige Scheiße. Hallo. Na? Das war hier ein runddrehendes Geschütz, also das kann ich gar nicht hacken. Wobei, man kann es wahrscheinlich schon. Aber dafür müsste man es schon besser drauf haben als ich. Von daher lassen wir das mal.
Dann gucken wir uns einfach mal ein bisschen um. Aber es wirkt für mich sehr stark, als ob wir wieder ein Level zurückgesetzt worden sind, denn wir haben bis jetzt noch kein fliegendes Fliegedingsel gesehen. In dem Level, wo wir eben waren, war ja verhältnismäßig viele Fliegedingsel. Das ist eine Sache, die ich gar nicht mal so cool finde. Kishi hat mir auch schon geschrieben, wenn ich das Spiel mal durchgespielt habe oder genug gespielt habe, kann ich mir mal seinen Mod angucken. Man kann ja irgendwie alles super... Ach Gott, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn das passiert. Alles super einfach in den Spielen verändern. Irgendwie. Ich habe mich mit sowas noch nie beschäftigt, also... Wo ist das Tape? Frag mich nicht wie. Okay, es scheint in der Etage rechts zu liegen. Junge, ich höre das scheiß Tape doch. Da liegt es. Ich bin so dumm. Ich will übrigens nicht nach oben. Tempting to dwell in the past or explore possible futures. Attention flits from one distant idea to the next, visiting 100 unlikely scenarios, spreading thinner and thinner. This is the unfocused mind. In contrast, sharp focus is always concentrated on the present moment. What action do you have to take right now? Each new moment necessitating the next thought and action in a correct sequence. Frage an Kirschi. Reicht es eigentlich, wenn man die Waffe wegsteckt, wenn ein Depressive Tape kommt? Also ein Depressive Tape? Ich nenne die einfach so. Frag mich nicht warum. Reicht das? Oder zieht man dann die Waffe und erschießt sich trotzdem? Ich gehe nicht nach oben. Fisch, geh nach oben. Danke, Fisch. Fisch geht jetzt wieder nach unten. Würde mich mal interessieren, ob es reicht, wenn man die Waffe einfach wegstecken würde. Weil dann würde ich die Waffen einfach wegstecken. Nee, ich möchte gerade wirklich nicht aufs Dach. Ich möchte gerade wirklich durch die unteren Räume und ich hätte wirklich gern Licht hier drin. Ich weiß, ich habe es ausgemacht, danke. Ich wusste doch, ich habe hier ein Tape gehört. Ich bin gerade nur irgendwie zu dumm, es zu finden. Liegt es da? Oh, shit. Moment. Da hätte ich nicht drauf schießen brauchen, das war dumm. Aber gibt uns ja Munition zurück. So, ich will dieses Tape jetzt haben. Du Fotze. Gib das Tape jetzt. Wo ist das scheiß Tape? Das ist halt ultra laut, ne? Ich höre es halt mega. Es ist, wie gesagt, durchaus möglich, ich übersehe es komplett. Ich möchte nicht behaupten, dass es nicht an mir liegt, wenn ich das Tape nicht sehe. Aber hier oben ist zum Beispiel kein Sound. Heißt das jetzt, ist es im Stockwerk unter mir einfach? Weil dann gehe ich einfach kurz ein Stockwerk runter. Oh, durch die Rohre kann man übrigens durchlaufen. Cool. Und dann halt wieder in die Richtung. Ich kann nicht einfach ein Stockwerk runter. Okay. Okay. Ich gehe schon. Also ich könnte schon, aber dann falle ich ein paar mehr Stockwerke runter. So, hier waren wir aktiv. Es britzelt noch. Und hier ist auf jeden Fall ein Tape. Und wir haben keinen Platz. Deceptively complex in others, but always dangerous. Gun training anchors the mind. True, übrigens. By apprehending the lethality of the tool and focusing on the moment-to-moment use, a receiver is able to strengthen the mind-body link. Like with ideas, objects in the physical reality vary in their utility. Although some thoughts and tools are extremely dangerous,
We don't arbitrarily limit what we can use. Rather, we strive to better understand ourselves and our environment, so that we may safely handle even the most dangerous situations. Bin mir ehrlich gesagt schon gar nicht mehr ganz sicher, wo wir waren. Ein 3 von 5. Ich würde diesen Part wenigstens gerne wieder in den nächsten Level kommen, dass wir im nächsten Part dann wieder im nächsten Level anfangen können. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit im Kreis zu laufen. Ich würde sagen, das nächste Mal, wenn ich sterbe, sehen wir uns dann auch nach einem erfolgreichen Level. Kirschi, gerne komm nochmal kommentieren, ob ich damit richtig bin, dass man jedes Mal, wenn man stirbt, ein Level zurückgesetzt wird. Ich meine, so war das. Also wenn ich jetzt wieder sterben würde, wäre ich wieder im ersten Level? Oder war das sogar das Übungslevel? Ich habe da übrigens gerade rechts in der Ecke... Nice. You run out of ammo. You can no longer defend yourself against kill drones. However, they are predictable, and with enough focus, you can get past them without using your firearm at all. Danke, das weiß ich schon, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Okay. Also gerne nochmal in die Kommentare, ob das jetzt richtig ist, was ich gerade gesagt habe oder nicht. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Hallo? Ist das ein Dead End hier? Nein, das ist kein Dead End. I did my best. I know, it doesn't seem like it, but I really did. I hope you believe me. I tried and tried and tried and nothing ever worked. And you all hate me. Maybe. Depressive. Maybe I deserve it. Depressive. Warum liegt wohl die Munition da? Könnte man doch einfach... Ah, man kann jetzt nicht mehr den Zylinder open pushen. Klick, 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 klick. Ha, Opfer. Click anyway to continue. Threat Recovery Alex. Ja, danke. Rank up waren wir bereits. Ich hole wenigstens noch 2 Tapes in dem Run. Kennen wir irgendwer? Ja, nice. Die 1911er. Gefällt mir schon besser als die Glock vielleicht? Nein, wahrscheinlich nicht. Da ist keine Kugel drin. Aber vielleicht lädt die Waffe ja vernünftig nach. So, Ist die jetzt voll? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7. Ö. Z. R. Nicht nachgeladen. Nachgeladen. Warum? Versteh. Also ich kenne mich halbwegs mit Waffen aus, ne? Aber wenn du die nachlädst, dann ist in dem Magazin eine Feder, die die nächste Patrone nach oben drückt. Also macht das überhaupt keinen Sinn, dass sie nicht nachgeladen wird. Warum wird die manchmal nicht nachgeladen? Kann man die, Safety... Ja, ich glaube, ich schieße mir trotzdem in dieses Bein, wenn, ich die jetzt einfach in der Tasche stecke. So, wir suchen nochmal kurz 2 Tapes. Würde ich sagen. Ist das unser erster Aufzug? Ich glaube ja. Da drüben steht ein Tower. Also ein Peng-Peng-Boom. Kuckuck. Kuckuck. RIP! Gut. Kann man irgendwo nachvollziehen, Your mind's eye blur, rank down.
What? Revisiting Baseline 1.5. Wir fangen wieder ganz vorne an? Also erstens, okay, da kann man sehen, welches Basement man ist, also welches Dingens man ist, und da kann man sehen, welche Waffe man hat. Aber zwei Sachen. Erstens, war ich jetzt in der Mission davor schon einen zurückgestuft oder war ich nicht einen zurückgestuft? Ich bin ja scheinbar jetzt alle zurückgestuft worden. Zweitens, was für eine beschissene Entscheidung ist denn das, dass man alle zurückgestuft werden kann? Alle! Drittens, ich habe gerade richtig missfeiert. Und viertens, ich bin ja nicht sympathisch. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder, wenn wir Baseline 3.5 sind. Oder was wir waren. Ich glaube, wir waren 3.5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.